Einen schönen guten Tag und willkommen zurück, liebe Jedi bei Star Wars Jedi Survivor. Wir sind wieder zurück. So, wir haben letztes Mal eine neue Fähigkeit erhalten, die super praktisch ist. Nämlich, wir können jetzt Geschütztürme, die mit einem Schild geschützt sind, zerstören. Und wir können gewisse Dinge anheben, wie jetzt das zum Beispiel. Oder absenken lassen. Das war uns leider vorher verwehrt und somit eröffnen sich uns natürlich noch weitere neue Wege. Was super praktisch ist, um jetzt nochmal ein bisschen weiter voranzukommen. Ja? Hier ist was zum Scannen. Ladehydraulik. Bam, seht ihr? Easy. Ich glaube, somit ist auch unser Fähigkeitenrepertoire komplett gefüllt. Also, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mehr Fähigkeiten erhalten als die, die wir jetzt haben. Schlimm aus. Leckende Rohre. Möglicher Kontakt. Leckende Rohre. Ah, das sieht ziemlich kaputt aus. Die Wartungswege müssen nach oben führen, denke ich. Mal sehen. Oh Gott. War das zu weit weg? Ich glaube, das Timing vom Sprung war jetzt. Wie in alten Zeiten. Wie in alten Zeiten. Zeig mir deine Kraft. Da bin ich. Du ein Kratzer! Ich musste, als ich nochmal ein bisschen mit den Lichtschwerter-Styles trainiert habe, feststellen, dass dieser Doppellichtschwert-Stil gegen diese Typen richtig gut funktioniert. Die haben halt überhaupt keine Chance. Du bist erledigt, Jedi! Du kannst dich entkommen! Es ist vorbei! Ja, RB und A. Jetzt. Alle tot. Wow, okay. Das ist ziemlich gefährlich. Hm? Ah, okay. Das hält halt nicht lange, ne? Okay, da auf die Plattform, das macht, glaube ich, wenig Sinn. Aber nicht, dass da was ist, aber hier ist noch was. Aber ich glaube, wir kommen da später hin. So, erstmal das hier. Perfekt. Noch ein Klumpen. Hm. 5 haben wir. Was soll das bringen? Warum ist noch nichts? Ja? Was habe ich da denn gerade runtergelassen? Die Plattform über mir. Da hochkommen. Nee. Ich bin mir gerade wirklich nicht sicher, wo es lang geht. Am Ende ist das hier wirklich der richtige Weg. Ist er auch. Hier. Zack, das nach oben. Dann da hoch. Oh Gott! Jetzt. Ich kenne Geschichten, weißt du, über die mit ihren Lichtschwertern geschaffen haben. Macht euch kampfbereit, Leute! Und das hat er gespürt. Helft mir! Ich
Shit. Vorrücken! Oh Mann! Autsch! Der Bursch ist beweglich! Wir haben einen Flüchtigen! Halte sie auf! Das hat wehgetan! Los, kämpf! Was war das? Das war die Macht. Bleib nicht zurück, BD1. Wenn ich nur... So, tut mir leid, alter Druide, aber ich verspreche, du wirst weiterleben. Der wiedergeborene Druide. Ist das eine Plattform? Ah, da. Müssen sie erstmal runterholen, damit wir hochkommen. Perfekt. Da bewegt sich nichts. Geht nicht von der Seite aus, ne. Schluss mit der Ausweicherei. Schluss mit der Ausweicherei. Triffst du mir ein Stim her, Kumpel? Boat? Boat, kannst du mich hören? Wir müssen außer Reichweite sein. Oder sie stören unsere Kommunikation. Ich bin das sicher, klingt alles okay. Nicht gut. Aber fürs Erste müssen wir allein weiter. Ja, ich habe irgendwie so das blöde Gefühl von... Dass er gesagt hat das letzte Mal, er will gerne irgendwie jetzt, dass es vorbei ist, ein ruhiges Leben und endlich alles hinter sich lassen. Warum habe ich so das blöde Gefühl, dass das nicht passieren wird? Irgendwie passiert den meisten Charakteren hier nichts Gutes. Dass Cal immer noch so zuversichtlich ist und nicht von der dunklen Seite übermannt wird. Vielleicht kommen wir jetzt zu diesem Turbolift. Wird echt ein Wunder. Die macht es stark in ihm. Okay, ein Fähigkeitenpunkt haben wir. Aber den bewahre ich mir noch auf. Die meisten Fähigkeiten, die ich mir jetzt leisten kann, kosten mittlerweile auch schon 2 Punkte. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Verstehe. Da drüben, seht ihr? Da ist das Item. Das will ich haben. Aber ich glaube, ich komme von hier aus nicht ran. Ich glaube, ich muss erstmal da oben auf dieser Plattform sein und dann mich da runterfallen lassen oder so. Dann diese Tür öffnen. Maybe. Weiß ich nicht. Weil das ist einfach zu weit für einen Sprung. Also das werde ich niemals schaffen. Deswegen. Weil da drüben ist halt auch eine Plattform. Weiß halt nicht, ob ich von hier drin... Ach, warte mal, hier. Ja. Gotcha. Okay, jetzt muss ich irgendwie versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Hä? Bin ich denn jetzt hier gelandet? Ja, oh, es scheint richtig zu sein. Santari, deine Arbeit ist unvergleichlich. Doch einen Druiden zu schicken, statt mir selbst entgegenzutreten, ist feige. Ein geringer Preis dafür, dass er euer Leben verschonte. Sag mir, hat der Tod des Jedi dich befriedigt? Er konnte fliehen. Die vielen Jahre in Gefangenschaft haben dich abgestumpft. Ich sehe scharf genug, dass der Jedi euch ebenbürtig sein könnte. Sag das erneut und ich schneide deine Zunge raus. Sie wird nachwachsen. Dagon, hör zu. Der Jedi ist eine Gefahr. Seit wir das haben, nicht mehr. Ich habe die Frequenzen des Geräts bereits kopiert. Wir haben Zugriff auf alles, was sie versiegelt hat. Gut gemacht, Ravis. Du, aktiviere die Waldanlage.
Begib dich zum zerstörten Mond. Ich weiß, wo Santari den letzten Kompass versteckt hat. Dagon. Wenn ihr ihn habt, betrachte ich meinen Schwur an euch als erfüllt. Was dann, alter Freund? Die Galaxis hat sich verändert. Es gibt viele Kriege. Doch Ehre haben sie kaum zu bieten. Sobald wir auf Tanalore sind, können wir uns einen neuen Krieg erträumen. Du und ich. Vielleicht. Bevor ich gehe, soll ich noch den Droiden ausschlachten? Nein. Santari hat die Speicherbank des Droiden gelöscht. Sie weiß nichts über den Kompass. Ich werde sie ausschlachten und umprogrammieren, damit sie mir so dient, wie sie früher ihr gedient hat. Gendai. Die Gendai sind eine Spezies, über die wenig bekannt ist. Ein erfüllter Eid. Warum mich das Dagon Kell nicht bemerkt hat, weil hat er nicht gespürt, dass er da ist? Ich habe gedacht, Jedi können andere Jedi spüren. Auch wenn Dagon jetzt irgendwie ein Sith ist, aus Grund XY, man weiß es nicht. Komme ich dann rüber wahrscheinlich. So richtig ist das noch nicht, glaube ich. So dürfte es passen. Aber hier ist auch noch was. Ich weiß nicht, ob dieser Weg hier richtig ist oder der andere. Hier geht es definitiv erstmal runter. So. Hello there. Hier ist auf jeden Fall ein Meditationspunkt, den nehme ich mir gleich mal und dann werde ich nochmal gucken, was auf der anderen Seite ist. Wir haben keinen Commander mehr. Das Schiff bricht auseinander. Kugel abkoppeln, sofort. Ich frage mich, ob wir in diesem Spiel auch wieder auf Vader treffen, wie im ersten Teil. War natürlich sehr cool. Ah, Kontrollturm. Gibt's hier etwa einen Bacta-Tank? Okay, weiter geht's. Hä? Das ist ein Aufzug. Oh nö. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Die Schrift zeigt uns schon an, dass wir am Kern sind. Das heißt, wir kommen dem Ende dieser Quest wahrscheinlich näher. Dem Bossfight. Kann ich nochmal zurück vielleicht? Geht das? Okay. Ich kürze das Ganze hier ab. Bis gleich. Bin jetzt nochmal mit dem Aufzug runtergefahren und habe das hier gefunden. Gucken wir mal, was das ist. Jawohl, Gesundheitsdezent erhalten. Mehr Lebensenergie, fantastisch. Ja, aber dahin, wo ich eben war, komme ich nicht mehr. Das heißt, wir müssen mit dem Aufzug wieder hochfahren. Okay, jetzt sind wir nochmal mit dem Aufzug nach oben gefahren. Die Aufzugsequenz habe ich mal geskippt. Das dauert nämlich immer so lange. Dann haben wir jetzt hier erstmal wieder einen frischen Meditationspunkt. Beziehungsweise, wir sind jetzt hier wieder am Meditationspunkt. So, der Aufzug hat dann einfach nur die Funktion, uns runterzubringen.
Warte mal. Genau, jetzt wollte ich nämlich hier nochmal zurück. So ist richtig. Sekunde. Hier durch. Genau, auf der anderen Seite war ja noch ein bisschen was. Das wollte ich mir gerne noch anschauen. Dann muss das erstmal wieder hier hin zurück. So. Hier. Da wollte ich nur gucken, was hier ist. Da hat hier nämlich auch noch irgendwas versteckt, das will ich noch mitnehmen. Sie ist in der Nähe. Wir müssen hier lang, oder was? Oh, da hängt noch. War wichtig, so hoch zu springen? Nee, Moment mal. Ah, hier. Das Ding wieder hoch. Ja. Gott, die Kamera ist manchmal mein schlimmster Feind in diesem Spiel. Mehr Priorität. Mehr Priorität. Wunderbar. Okay, komme ich jetzt hier irgendwie runter, ohne zu sterben? Ich glaube schon. Genau, jetzt sind wir nämlich auf dem Aufzug. Jetzt könnten wir rein theoretisch einfach in den Aufzug rein. Aber das hier ist ein anderer Aufzug. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir sind mit diesem Aufzug hier gefahren. Beziehungsweise wir standen hier und haben ja die ganze Situation beobachtet. Und mit dem anderen Aufzug sind wir jetzt komplett hochgefahren. So, jetzt geht's einfach wieder zurück. Wollte nur das einsammeln, was da ist. So. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's nochmal zum Meditationspunkt, um zu speichern, und dann gehen wir da geradeaus. So, ruhen wir uns erstmal aus und weiter geht's. Dagon könnte überall sein. Bereit, BD? Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Sie! Ach, da hängt sie. Oh Gott. Okay, sie. Ich hol dich da raus. Beeilen Sie sich, Cal. Er wird mich umprogrammieren. Dieser Druide gehört mir. Dann werde ich mich wohl selbst retten. Ihr habt also Ravis überlebt. Wie? Wie immer. Ihr habt andere Jedi ermordet. Ich habe jene niedergestreckt, die gegen mich waren. Geht oder teilt ihr Schicksal. Selbst wenn ihr glaubt, dass der Rat euch hinterging. Sie waren eure Familie. Diese Arroganz. Anzunehmen, ihr wüsstet, was mich antreibt. Ich sehe, dass eure Besessenheit von Tenalor euch blind gemacht hat. Was auch geschehen ist. Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Das könnt ihr mir glauben. Vielleicht habt ihr recht. Die Vergangenheit, sie ist eine Kette, die ich durchkämpfen muss! Der Stimmschlüssel gehört mir! Der Droide gehört mir! Tenalor gehört mir! Meisterin Kree hätte sich in diesem Tag verrotten lassen sollen! Freiheit! Halt dich fest, sie! Das war der Plan! Der schon wieder. Ich glaube, dass er nicht so stark ist wie... Nicht so stark ist wie Cal. Aber die Aktion eben mit seinem Lichtschwert, dass er das mit der Macht führt, ist schon ziemlich geil. Haben wir eine komplette Haltung gesprochen. Noch einmal!
Wirklich? Schlampig. Trivial. Nicht mit mir. Ich bemitleide euch. Das haltet ihr nicht durch. Mit der Macht kann ich ihm nichts anhaben. Tenelor gehört mir und ich werde jeden niederstrecken, der mir im Weg steht. Abschaum! Hast du mich gerade genannt? Amüsant. Ihr werdet nicht überleben. Oh shit. Wirf mal her. War's das? Zeitverschwendung. Ihr werdet scheitern. Ihr wagt es. Ich wage es, ja. Ist so. Oh shit. Ist ein bisschen blöd für ihn, er hat halt nur einen Arm. Aber trotz eines Arms kämpft er ziemlich gut. Aber dass er sein Lichtschwert mit der. Also dass er sein Lichtschwert mit der Macht führt. Finde ich ziemlich krass, aber trotzdem. Noch nie gesehen sowas. Ich hab's mir immer gerne gewünscht, dass es mal ein Jedi existiert, der sowas macht. Hey, Bagdablödian! Bagdablödian, das ist auch geil. Okay, das ist der Kerl, von dem du erzählt hast. Ja, und er hat richtig gute Laune. Ihr habt mich lange genug aufgehalten. So leicht kommst du mir nicht davon. Danke. Zwei Krieger auf der Höhe ihres Könnens, brüderlich verbunden. So entstehen Legenden. Sie. Ich hol sie. Wir sehen uns oben. Ja, den Kampf gegen Dagan haben wir geschafft. War jetzt auch nicht so ein harter Fight, muss ich zugeben. Weiß ich nicht, da habe ich Fights in anderen Souls-Likes gehabt. Weil Star Wars Jedi Survivor möchte ja auch gerne ein Souls-Like sein, wobei ich das für mich immer noch nicht so wirklich als Souls-Like sehe. Aber ja, der Kampf war in Ordnung, sagen wir es mal so. Das Blocken hier funktioniert auch wesentlich einfacher als jetzt zum Beispiel in einem Elden Ring oder so. So. Zack. Nasi, geht's dir gut? Lass uns weitergehen. Das ist vermutlich klüger. Dagan Gera ist eindeutig verrückt. Er ist besessen von irgendeinem Kompass. Deine Meisterin sie geschaffen, um durch den Abyss zu navigieren. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Sie hat dieses Wissen aus deinem Speicher gelöscht. Das würde es erklären. Nun, Dagan ist sicher, dass sie für ihn einen Kompass zurückgelassen hat. Hoffentlich. Dagan hat Ravis zu einer anderen Anlage auf dem Mond geschickt. Vielleicht werden wir ja dort fündig. Zurück auf den Mond? Großartig. Oh, Meisterin Kree. Warum habt ihr mich geschickt, um diesen Verräter zu befreien? Die Leute sind kompliziert. Vielleicht dachte sie der... Ich wollte das Gespräch nicht unterbrechen. Wusste nicht, dass jetzt ein Cutscene kommt. Sorry. Der sicherste Weg hier raus. Weißt du das bestimmt? Nein. Also gut. Sie wirken nervös. Ich gehe mit ihm. Hüpf an Bord, sie. Wir sehen uns im Außenposten. Ja, ich werde da sein.
hasse diese Dinger. Ich wusste es. Erinnere mich daran, das nie wieder zu tun. Dagon muss Ravis geschickt haben, um den Kompass zu holen. Vielleicht versorgt die Anlage im Wald irgendetwas auf dem Mond. Ist nur eine Vermutung. Aber wenn Ravis auf dem Weg dorthin ist, müssen wir auch hin. Okay, das bedeutet, wir haben jetzt zwei Ziele. Einmal die Anlage im Wald nochmal und dann zusätzlich noch die Anlage auf dem Mond. Also es würde mehr Sinn machen, wenn er gesagt hat, die Anlage im Wald versorgt etwas auf dem Mond oder vielleicht die Anlage dort selbst. Das sind natürlich dann erstmal dorthin. Das würde zumindest am meisten Sinn ergeben. Aber ich weiß jetzt nicht, wo wir aktuell noch hin müssen. Gucken wir mal gerade auf die Map. Was sagt die Karte? Ja, wir müssen hier wieder zurück. Anlage. Die Waldanlage hier ist das. Ne, die Mantis ist das. Quatsch, die Waldanlage ist ganz woanders da. Und die Waldanlage. Da hier irgendwo. Genau, hier. Da. Okay, wahrscheinlich müssen wir erstmal zum Mantis zurück, um uns mit den anderen zu beraten. Okay. Ich hätte gesagt, wir gucken, Meditationspunkt ist ja hier in der Nähe, dann können wir schnell reisen und dann gucken wir noch, was mit den anderen ist. Und dann ist dann auch Schicht im Schacht mit der Folge hier, weil wir sind letztes Mal schon stark über der Zeit gewesen. Kürzen wir diesmal ein bisschen ab. Wo war denn hier Meditationspunkt? Von der Weg? Hä? Was damit denn gemeint? Da drüben ist der. Ach, jetzt kann ich das Ding anheben. Stimmt. Fantastisch. Guck dir das mal an. Das ist ja super. Die Macht ist mit mir. Klebriges Moor. So, da können wir noch speichern. Fantastisch. Super, super, super. Ist auch noch irgendwas. Okay, dann hätte ich gesagt, reisen wir erstmal mit der Schnellreise. Es gibt ja noch ein paar Sidequests und Sachen zu untersuchen, das weiß ich. Aber das machen wir wann anders. Wir machen jetzt erstmal mit der Mainquest weiter. Oh, wo ist denn der Meditation? In der Nähe. Das ist alles übriges Moor. Da befinden wir uns gerade. Berg auf Schutzstelle. Verlassener Damm. Welches? Ja, ich glaube, das, der Saloon ist halt das nächste, ne? Ne, Landeplatz. Hier direkt. Landeplatz. Zack. Alright. Okay. Hallöle. Sei vorsichtig. Ja, bin ich. Ja, warum sollten wir jetzt mal zum Mantis zurück? Ging es jetzt darum, um auf den Mond zu fliegen? Eigentlich schon, ne? Okay, dann machen wir uns auf den Weg zum Mond. So, gucken wir mal hier.
die Navikarte sagt. Bist du bereit, Kumpel? Allzeit bereit. Bobo. Hier. Ja, zerstörter Mond. Alright. Dann geht's dahin. Zum zerstörten Mond. Sie werden uns erwarten. Kerl und ich haben das Luca-Hulk überstanden. Die Kleidung der Charaktere flippt manchmal komplett aus. Seht ihr das? Ich frage mich, warum Dagon Ravis geschickt hat. Die Kapuze von Meryn. Selbst herzukommen. Dagons Umhang. In der Cutscene, der ging auch richtig steil. Da passiert irgendwie nichts. Seht ihr das? Landbild. Oder Spiel. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Kein Flug durch den Hyperraum. Vulture-Droiden. Ravis hat wohl mehr Separatisten-Droiden als gedacht. Sieht aus, als hätten sie uns noch nicht entdeckt. Kannst du hier landen? Keine Ahnung. Der Start könnte ziemlich riskant werden und ich will auf keinen Fall auf diesem verfluchten Felsen festsetzen. Eröffne eine neue Kantine da. Franchise. Hey, heb dir die Witze für später auf, Jetpack. Ich kann die Mantis verstecken. Soweit ich weiß, hat das Schiff keine Tarnvorrichtung. Was tut sie? Es geht wieder los. Die Vultures sind direkt vor uns. Vertrau ihr. Okay, beeindruckend. Wir lassen dich raus. Viel Glück mit Ravis. Dir auch. Hey, Kleiner. Komm wieder. Jetpack, an die Geschütze. Verstanden. Und ich brauche vielleicht noch Blut von dir. Falls ich müde werde. Ha. Okay, da wären wir wieder. Hat sich hier kein Stück verändert. Sieht immer noch aus wie vorher. So. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Dahin. Das heißt, wir können hier direkt rüber segeln. Von einem Punkt zum anderen. Da unten ist direkt ein Meditationspunkt, den nehmen wir auch. Hier sind auch noch Gegner direkt. Raiders regeln diesen Ort ab. War nicht ein Meditationspunkt oder bin ich blind? Nee, war da drin. Also. Die Macht ist mit mir. Willenfertigung. Meditationspunkt entdeckt. Speichern. Vorrang. Gut, liebe Leute, dann war's das erstmal von dieser Episode von Star Wars Jedi Survivor. Wir begeben uns das nächste Mal zu diesem Punkt, den ihr auf der Karte gesehen habt, um herauszufinden, ob wir jetzt hier einen Schlüssel finden, beziehungsweise es ist eigentlich eher ja, ein Navigationselement, womit wir durch den Kobo Abyss kommen. Ob uns das gelingen wird, das erfahrt ihr dann in den nächsten Folgen von Star Wars Jedi Survivor. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.